Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Bloodborne. Warum stehe ich schon wieder hier? Warum habe ich 10.000 Seelen in der Zwischenzeit eingesammelt? Und warum ist nichts passiert in der Zwischenzeit? Falsch gedacht, es ist durchaus was passiert. Ich war in Alt-Janam unterwegs, Problem, als ich auf Speichern gedrückt habe und das Let's Play beenden wollte, ist mir meine Game Capture HD 60 abgestürzt und deswegen spiele ich das Ganze nochmal. Es gibt ein paar Dinge, die ich erledigt habe, aber das sage ich euch dann. Ich werde auf jeden Fall aufsteigen. Und zwar skaliere ich mit Stärke gut. 2, 1, 3. 1, 2, 3. Ich nehme Geschick. Und ich schaffe nochmal eine Stufe. Und zwar nehme ich dann Vitalität. Und los geht's. So, hab noch 1180 und brauche 4900. Da werde ich dann einfach, statt irgendwelchen anderen Quatsch zu machen, hier reingehen, mir meine Waffe anschauen, Waffe reparieren, einmal so. Den brauche ich nicht reparieren. Blutedelsteinverstärkung. Bringt mir nix. Bringt mir alles nix. Sägespeer. Ist egal. Okay. Verstärken kann ich nix, meine ich. Genau. Also gehe ich raus. Und kaufe mir für die restliche Kohle ein paar Blutfiolen. Die werden auch nach und nach immer teurer. Halt, oder soll ich Blutfiolen oder Molotows kaufen? Ich nehme Blutfiolen diesmal. 3 Stück. Okay, raus, raus. Und los geht's. Wieder zurück nach Alt-Janam. Und dann hoffe ich mal, dass es diesmal wieder besser läuft und ich nicht beim Speichern abschmiere, sozusagen. Ich lasse euch, ich zeige euch jetzt, wo es interessant wird. Was mich sehr ärgert, ist, dass ich den, dort laufen da zwei Jäger rum. Der eine schießt und der andere läuft unten auf der Fläche rum und ist ziemlich fix. Den habe ich tatsächlich beim ersten Mal gelegt jetzt. Da könnte ich euch noch einen kleinen Tipp geben, wie ihr das machen könnt, ohne dass ihr da jetzt dabei drauf geht. Ich versuche nochmal diesen dämlichen Käfer. Druff! Springt der wieder da runter? Jetzt ist mir's egal, jetzt hole ich dich. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. 3 Blutsteinscherben, okay. Noch eine Blutsteinscherbe. Wunderbar. Jetzt gehen wir auch direkt einen anderen Weg. Ist auch in Ordnung. Den bin ich, glaube ich, noch nie gegangen. Aber immerhin habe ich jetzt mal diesen dusseligen Käfer erledigt. Da wäre mir jetzt wirklich ein Dorn im Auge. So. Was gibt's hier Schönes außer Tod? Nix. Da höre ich doch schon wieder was. Was gibt's hier? Nix. Was gibt's hier? Auch nix. Ah, da gibt's einen. Was ist da drin? Aha. Da steht auch noch einer. Ah. Er kommt. Er kommt.
So. Seid ihr jetzt erledigt? Körperdurchsuchung. Eine Jägerfackel. Sehr geil. Die werde ich direkt ausrüsten. Die ist bestimmt stärker als meine bisherige Fackel. Fackel. Jägerfackel. Ja, die ist stärker. Also nehmen wir die. Jägerfackel ist fein. Vielleicht gibt die sogar mehr Licht. Ne. Sieht nicht so aus. Oh, das ist jetzt natürlich sehr interessant. Ich habe das Gefühl, ich komme hier überhaupt nicht mehr zurück. Mal schauen, vielleicht habe ich was übersehen. Oh. Den Geist schaue ich mir gleich gar nicht an. Ist sowieso der einzige Weg hier. Also da runter. Würde ich mal sagen. Wo geht's jetzt weiter? Also, es muss da weitergehen. Okay. Da kann ich rüber. Da kann ich nicht rüber. Also gehe ich da rüber. Warum sind denn hier so viele Tote? Das gibt's doch gar nicht. Hm. Also, wir gehen hoch. Das ist ganz schön hoch, hoch. Okay. Kaltbluttau. Gut. Und dann geht es ja eigentlich nur hier weiter. Und wo komme ich raus? Aha, ich komme da raus, wo der Käfer runtergehupft ist. Na, das ist ja nicht schlecht. Das war ja gar keine Sackgasse. Ich habe wirklich befürchtet, da laufe ich jetzt irgendwo ewig quer in der Gegend rum. Aber es war nicht so. Hui, jetzt ruckelt es aber ganz schön. Da kommt mein Lieblingsfreund. Ah, scheiße. So. Mein Freund. Ah, zu früh. Aber knapp zu früh. Da kommt der. Jawohl. Jawohl. Ah, Mann. Gut. Jetzt seid ihr mal wieder durch. Gut. Da ist noch einer von den Schlawinern. Und zack. So. Jetzt wieder an dem Schießer vorbei. Oh, Scheiße, Scheiße, geh weiter. Oh, was macht ihr denn?
Eieiei. Das war nicht schön. Wo kam denn der jetzt her überhaupt? Das war jetzt kein Spaß. Ist der Typ da einfach reingelatscht? Na, endlich lässt mal wieder einer was fallen. Wenn es auch nur so ein Mäßigungsding ist. So, jetzt einmal durchrennen. So. Einmal Gegengift, einmal Fiole. Okay. Jetzt geht's hier weiter. So. Fiole ist gut. Jetzt kommt der rechts rausgesprungen. So. Und... Jawohl. Hier liegt normalerweise an der Leiche, liegt normalerweise noch was Schönes rum. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber... So, die locken wir hier einfach ran. Dann kann der nämlich schießen, solange er will. Kommt aber keiner. Schitte. So, jetzt kommen sie aber. Ah, shit. Gut. Blutfiole, jetzt bin ich wenigstens wieder ausgestattet. So, wieder zurück. Der wird jetzt hoffentlich kommen. Ah. Jawohl. Gut. Jetzt holen wir uns den hier. Und dann gehen wir weiter und machen den alle. Ja. Wäre gut, wenn ich meine Waffe ein bisschen schneller hätte hier im Moment. Ja. Gut, Mäßigungsblut, Edelstein. Ich glaube, ich habe hier jetzt alles aufgeräumt. Hier auf dieser Fläche rennt der Jäger normalerweise rum. Da ist es am besten, sich hier unten hinzustellen, abzuwarten, bis er kommt und ihn dann nach und nach runterzubringen. Der hat im Übrigen auch Heiltränke dabei, also Blutfiolen dabei. Das heißt, er kann sich selber auch heilen. Aber das macht nichts, der heilt sich nur einmal, wie es aussieht. Jetzt gehe ich einmal hier hoch. Ich gehe nicht zu dem MG-Schützen. Da würde ich, glaube ich, auch hinkommen. Habe ich aber vorhin auch nicht gemacht. Es wäre hier links die Leiter hoch. Ich springe stattdessen hier rechts runter. So. Und hol mir dann erstmal den hier. So. Hier drin gibt es auch noch einiges zu holen. Da habe ich allerdings beim letzten Mal schon ziemlich Höhenangst gehabt. Und ich laufe hier nicht nochmal rum. Das ist mir zu riskant. Und hier unten stehen jetzt noch... Ja, da steht nur einer. Normalerweise... Also vorhin stand links einer und rechts einer. Ich gehe mal hier runter. Ah doch, steht links und rechts einer.
So, das ist hier ein großer und ein kleiner. Die Jungs. Und jetzt wird es sehr interessant. Also hier bin ich etwa abgestorben beim letzten Mal. Das war nach 20 Minuten. Hat ein bisschen länger gedauert vorhin. Also deswegen habe ich hier das Zeugs auch alles liegen lassen. Dreimal Gegengift. Da habe ich das Zeug alles liegen lassen und habe einfach noch ein bisschen weitergemacht. Deswegen habe ich ein paar mehr Seelen gehabt. So, jetzt wird es interessant. Denn wenn ich jetzt hier runtergehe, dieses Gebrumme, das kommt von hier drinnen und da stehen ein Haufen Typen, komische Ding da rum. So, und jetzt ist die Frage. Ich denke, ich nehme mir einfach den ersten vor. Und weg. Sofort weg. So. So schnell wie möglich da hoch. Na, jetzt mach. Blutfiole ist gut. Da kommt schon der nächste. Scheiße, falsche Richtung. Okay. Kommt er? Gut. Ah, next. Okay. Noch mal einer. Noch zwei. Genau. Einen frei. Oh, du Drecksau. So. Number next. Okay. Zweimal Gegengift. Und was hat der? Zweimal Blutfiole. Liegt hier oben noch was rum jetzt eigentlich? Da habe ich gar nicht aufgepasst. Okay, nix. Da hinten liegt noch was Schönes. Zwei Blutsteinscherben, das ist auch nicht schlecht. Ich brauche mal hier wieder Licht. Das ist ja unaushaltbar. Aber irgendwo sind auf jeden Fall noch Gegner. Ja, nicht zu knapp. Ah, shit. Ah! Oh, tot. Okay. Also dann nochmal. Aber nochmal
in der nächsten Folge. Ich bin jetzt leider überhaupt nicht weitergekommen, macht aber nichts. Wir probieren es einfach nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.